Ist- oder Sollbesteuerung? Was ist da eigentlich der genaue Unterschied und was lohnt sich denn eigentlich für wen und welche Möglichkeiten hast du? Mein Name ist Roland Elias und herzlich willkommen zu Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Das erste Mal wird sich der Unternehmensgründer mit der Frage Ist- oder Sollbesteuerung beschäftigen, wenn er den steuerlichen Fragebogen, also den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllt. Es gibt hier im Grunde einen wichtigen Punkt, den man sich vor allem merken kann. Sollbesteuerung bedeutet hier nach vereinbarten Entgelten. Vereinbarte Entgelte, das heißt auch im Grunde, wenn du eine Rechnung geschrieben hast, beziehungsweise wenn die Leistung erbracht wurde, dann schuldest du die Umsatzsteuer. Hingegen ist es so, dass natürlich bei der Ist-Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten abgerechnet wird. Vereinnahmte Entgelte sind hingegen ganz einfach so, wenn das Geld bei dir auf dem Konto eingegangen ist. Machen wir hier kurz ein kleines Beispiel. Wenn wir davon ausgehen, dass Leistungsdatum gleich Rechnungsdatum ist, dann wäre es zum Beispiel so, Unternehmer A stellt eine Rechnung an Unternehmer B. Sagen wir mal im Februar 2017. Jetzt erhält Unternehmer A das Geld von Unternehmer B, aber erst im November zum Beispiel. Das heißt, es sind 9 Monate zwischen Rechnungsstellung und Leistung und am Ende natürlich der Bezahlung. Der Sollbesteuerer müsste in diesem Fall schon im Februar die Umsatzsteuer für die Rechnung, wo er das Geld aber erst im November erhält, abführen. Der Ist-Besteuerer hingegen muss dann erst die Umsatzsteuer abführen, wenn er auch das Geld erhalten hat. Deswegen auch der Unterschied Sollbesteuerung gleich vereinbarte Entgelte und Ist-Besteuerung gleich vereinnahmte Entgelte. Dieser Vorteil bzw. das Wahlrecht sollten vor allem Gründer sehr genau überlegen, da wie gesagt hier viel Liquidität drin steckt, denn wenn man nicht viel Geld hat, dann ist es natürlich so, man kann die Steuern erst bezahlen, wenn man das Geld am Konto hat und vor allem empfiehlt sich dann wirklich für Gründer erst am Anfang, dass man sagt, ist Besteuerung, das heißt, ich muss auch die Steuern erst dann abführen, wenn ich sozusagen das Geld erhalten habe. Dann ist es auch so, das Wahlrecht kann natürlich ausgeübt werden, wenn man auch ein größeres Unternehmen ist. Da gibt es aber bestimmte Grenzen, die werde ich hier nochmal einblenden. Aber grundsätzlich kann man sich ganz einfach merken, für Gründer ist die Ist-Besteuerung besser. Für laufende und große Unternehmen, die haben meistens gar nicht mehr die Möglichkeit, auf die Ist-Besteuerung zu wechseln. Solltet ihr weitere Fragen zum Thema Umsatzsteuer, Soll- ist Besteuerung haben, dann ab unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und vielleicht einen Daumen nach oben da lasst. Mein Name ist Roland Elias und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.